Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder zu einem kleinen Let's Talk. Wir bringen heute mal wieder ein kleines Let's Talk raus. Es hat zwei Gründe. Erstens, es kam eigentlich sehr gut an, deswegen wollen wir das auch wieder heute eins machen, weil es gut ankam. Und zweitens, es gibt einiges mitzuteilen und deswegen begrüße ich auch nochmal kurz den Score. Ja, hi Leute, willkommen hier auf unserem Let's Talk. Ich bin auch wieder dabei, denn es gibt heute was zu feiern, BZW, was zu verkünden. Genau, damit fange ich vielleicht an mit der ersten Information. Es gibt wirklich einen Grund zum Feiern. Wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Das ist eine kleine Hürde für einen YouTube-Kanal und die haben wir jetzt endlich geknackt. Ich bin sehr, sehr froh. Wir wollten ja auch eigentlich ein Abonnenten-Special machen, 50 Abonnenten-Special, das gehört sich ja eigentlich so. Aber wirklich, es ist leider so, in den letzten Tagen, das ist auf keinen Fall leider so, ist es so, wir bekommen täglich Abonnenten und wir schaffen es einfach nicht. Wir wollten bei 50 Abonnenten, wollten wir ein Abonnenten-Special machen, nur dann war es leider so, dass wir wieder so viele Abonnenten haben, wieder 54 hat es mir nicht gelohnt und so weiter und so fort. Dann wollten wir ein 55 Abonnenten-Special machen, da hatten wir wieder 57, 58. Mittlerweile haben wir jetzt 58 Abonnenten und wir gehen auf die 60 zu. So. Und wir haben uns vorgenommen, da aber das Special möglich sein muss, bringen wir bei 100 Abonnenten-Special ein 100 Abonnenten-Special raus. So. Und das 100 Abonnenten-Special soll ein richtig fettes werden, richtig geschnitten, richtig toll bearbeitet, ein richtig cooles Special. Also so. Für unsere Verhältnisse jetzt als Starter-Dingens. Genau. So zum Beispiel seit Challenge Day 2, der kam ja richtig gut an mit über 200 Klicks allein in einer Woche, glaube ich, war das so. Mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem ein Hammer, dass es richtig gut ankommt. Das hier, das Challenge Day 2, der ist jetzt so, sagen wir mal, ist auch gut geschnitten und so, aber der 100 Abonnenten-Special, den wollen wir, da wollen wir nochmal eins drauflegen, da wollen wir noch besser machen. Und jetzt denke ich, kann der Score die zweite Information weitergeben. Ja, die Information weitergeben, der Bote, wir wurden in den Comments darauf angesprochen, dass wir, also ich zitiere, ich hab's jetzt nicht direkt vor Augen, ich hab's vor Augen. Ja. Von Energy PKD, der hat uns gepostet, mach doch mal was Interessantes oder erzählt mal wieder, Fragezeichen ist von mir, mal wieder, hä? Über Themen und ihr habt irgendwie keine Fans und wen denn? Ja, okay. Genau, also das war. Ja, genau, keine Fans. Da war irgend noch einer, der wo drunter geschrieben hat, oder irgendwas war da. Wo richtig gute Folge, wie immer, hat noch einer drunter geschrieben. Ja, genau, also irgendwie, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Aber das mit dem, wir lernen ja, wir gehen ja hier mit konstruktiver Kritik, also wir sind ja Kritikern übertolerant, außer wenn sie uns kritisieren. Und das Problem ist jetzt quasi, der Typ schreibt ja, dass wir mal wieder über Themen reden können, also das haben wir noch nie gemacht, aber es ist natürlich eine saugute Idee, wir hatten auch vor, das in den Minecraft-Videos zu machen, aber wir wollen in Minecraft schon über Minecraft reden und da uns ein bisschen in den zukünftigen Let's Plays werdet ihr das vielleicht sehen. Die sind jetzt noch nicht oben, aber soweit ich mich erinnere, werden die mit dem Alter von den Let's Plays, werden die auch interessanter. Je jünger, desto interessanter, ne? Also die nächsten, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, und deshalb wollten wir vielleicht in naher Zukunft Hide and Seek aufnehmen und halt über ein Thema sprechen, was ihr in den Comments schreibt oder was wir irgendwo auf einer Page finden oder sowas an News so gibt. Jetzt im Moment würde ich sagen, da die, wie heißt die Olle da, die Krim-Krise oder so Zeugs, weißt du, politisch hier, genau. Ja. Ja, genau. Da könnt ihr uns ab jetzt, unter dieser Folge könnt ihr uns Themen drunter schreiben, die wir in den nächsten besprechen, die übrigens wahrscheinlich Talk heißt. Ja, genau, das Ding heißt dann einfach Talk oder, weil Let's Talk, das ist ja das hier, was wir jetzt gerade machen, also vielleicht MC Talk oder so oder Hide and Seek Talk oder so, keine Ahnung, müssen wir uns so überlegen, weil Talk allein ist ein bisschen, Könnt ja. ihr uns auch mal in die Kommentare schreiben? Genau, weil im Namen überlegen sind wir jetzt scheiße, kennt ihr ja vielleicht von den Let's Plays, die wir so machen, beziehungsweise die ich so gemacht habe, dass wir im Namen überlegen recht scheiße sind. Ja, und dann, was war das? War das alles? Dann wollten wir ja noch mal positive Kommentare erwähnen, wie das halt so ist, wie das halt so üblich ist. Da können wir ganz am Anfang mal den Braun 166, den wir auch schon als treuen Abonnent in einem der ersten Let's Talks vorgelesen haben, können wir mal wieder benennen. Hat es vor einer Woche gepostet. Es sammelt sich halt ein bisschen an, ist jetzt schon eine Woche her, weil wir einfach das aufheben, damit wir einige Kommentare haben, die wir vorlesen können. Richtig gute Folge, wie immer, habe ich vorhin schon vorgelesen. Dann halt Smiley. Dank an dich. Richtig cool, dass du uns hier Rückmeldungen gibst und deine eigene Meinung schreibst. Danke an dich, Braune
1.66. So, dann haben wir das zweite. Das wurde von Cello Show auf, an dem Cello Show Track 1. Das ist eines der ersten Videos, was wir hochgeladen haben. Das hat auch schon 417 Klicks. Da hat uns drunter geschrieben, Nico Zipp, finde euren Kanal echt super, Musik geil, Videos geil, macht weiter so. Das ist auch ein richtig cooles Kommentar. Danke an dich, Nico Zipp. So, dann haben wir noch einen Kommentar, komischerweise auch von Nico Zipp, nur anders geschrieben. Und ein anderer Kanal hat drunter geschrieben, Kanal super, Videos gut, weiter so. Das scheint ein richtig krasser Fan zu sein, sag ich jetzt mal. Danke an dich, Nico Zipp, gleich zwei Kanäle. Vielen Dank. Okay, was ist das jetzt, Score? Das hat, als was hat man das gehört? Als Applaus. Ah ja, das war's ja auch. Ah, okay, also ja. Nico Zipp, das sollte das hier sein, wenn ich es nochmal kurz machen darf. Der Score hat da gedacht, er könnte wahrscheinlich mit seiner iPod... Ja, iPhone, ist jetzt Moment mal gerade, ganz kurz. Wir haben vorgehabt irgendwann, das hat auch der Jojo mal gesagt, jetzt nicht, dass ich wieder irgendwas erfinde. Irgendwann hat er mal gesagt, mit den Typen, die wir mal in Let's Talk 1 genannt haben oder Let's Talk 2, ich weiß es nicht. Von denen, also ein paar kennen wir... Oder der Cello Joe zumindest persönlich. Und es kann sein, dass wir die nochmal in den Skype-Call einladen und mit denen nochmal irgendwas mit Minecraft machen oder irgendwas. Oder ja, genau, das habe ich wirklich gesagt. Das heißt, an euch, wenn ihr was wirklich, wenn ihr das wiederholt mal, wenn ihr öfters da drunter schreibt, also treue Fans seid, dann kann es sein, dass wir euch einladen zu einem Skype-Call, fügen euch hinzu, dann dürft ihr bei uns in YouTube in einem Video dabei sein. Das bieten wir euch an, genau. Genau, ihr macht uns dann so übelst fertig und dann sind wir so peinlich berührt, dass wir das Video nicht hochladen. Nein, Spaß. Also, genau, das ja. Waren so, glaube ich, die, einer der besten News. Kommentare. Achso. Ich schaue jetzt gerade nochmal kurz vorbei, wie lange haben wir schon aufgenommen? Wir sind jetzt bei 6 Minuten. Okay, dann dürfte es auch gleich fertig sein. Dann lese ich gerade nochmal eins vor. Ja, wir haben auch ein bisschen. Okay, ich gucke jetzt nochmal gerade hier in der Übersicht, da habe ich ja eine Übersicht. Ich habe mich kurz angemeldet hier. So, genau, von Womba LP, das kann ich auch noch vorlesen. Womba LP hat gepostet, ihr seid die Besten, macht weiter so. Auch wieder ein Smiley, natürlich auch richtig cool, da kann der Score auch nochmal ruhig sein, klatsch. Ja, nee, jetzt habe ich jetzt weggelegt. Okay, danke, mach ich's richtig toll. Danke an dich, Womba LP, danke für das Kommentar. Ja, das, war toll. Das ist wirklich geil, dass wir positive Rückmeldungen kriegen, auch von Leuten, die jetzt so Kanäle haben, die auch schon erfolgreicher sind wie wir. Das feiern wir übelst. Und vor allem die Klickzahl, die von unserem Kanal, die Klickzahl, die würde ich auch nochmal gerade vorlesen. Die Klickzahl, also wir haben momentan, haben wir, ich muss gerade nochmal schauen, über 5600 Klicks. Das ist geil, denn, wie er ja schon gesagt hat, der Jojo Day 2... Über 4600, Entschuldigung. Achso, ja. Weil der, weil das ist dann immer so geil, aber... weil der, das eine Video da, wo wir so cool gemacht haben, das, egal. Jojo Day 2, genau. Das hat ja übelst die Klicks angekurbelt. Ich hoffe, das geht so weiter. Und, ja. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, das hoffe ich auch. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, irgendwelche Themen, über die wir reden sollen, ja. Angebote, wie wir vielleicht das nächste, ich sage jetzt mal Talk, nennen sollen. Und macht's gut. Ciao. Ciao.